Lecker Suppe essen aus einer Kunststoff-Mehrwegverpackung. 10 Euro Pfand soll der Münchner dafür hinblättern. Die Umwelt wird's danken, denn in München wird unglaublich viel Verpackungsmüll produziert. Pro Stunde so viel Verpackungsmüll, dass die komplette Bavaria damit gefüllt werden könnte. So viel Müll, dass wir am ganzen Tag einmal das Siegestor füllen könnten. Und in der Woche so viel, dass man einen ganzen Turm der Frauenkirche damit füllen könnte. Das ist viel zu viel. Vorreiter für die Mehrwegverpackung ist die Münchner Suppenküche auf dem Viktualienmarkt. In 5 Filialen sollen zukünftig jeweils 150 solcher abschließbarer Schalen zur Verfügung stehen. Wir haben eine sehr, sehr positive Reaktion auf die Schalen, dass es eben eine Alternative ist, die man mit nach Hause nehmen kann, auch gerne schmutzig wieder zurückbringen. Wir reinigen sie und geben dann eben wieder in einer schönen neuen Schale aus. Hinter den Mehrwegplastikverpackungen steckt das Startup-Unternehmen Recircle. Mindestens 100 Mal soll die Box genutzt werden können. Wir rechnen damit, dass wir die Boxen mindestens ein Jahr, eher anderthalb Jahre lang nutzen können. Die bisherigen Erfahrungen, gerade aus Stuttgart, wo wir unser Zentrum in Deutschland haben, gehen dann noch weit darüber hinaus. Und die Box selber ist absolut funktional. Das heißt, man kann sie in die Spülmaschine stellen, man kann damit sein Essen frieren, einfrieren. Man kann es aber natürlich auch in der Mikrowelle wieder aufwärmen. Ziel der Stadt ist es, dass der grüne Funke auf die Münchner überspringt und das Angebot der Verpackungen bald massiv ausgeweitet wird. Wir streben an, dass wir tatsächlich in zumindest den städtischen Gebäuden ein Verbot von so Einwegplastikverpackungen durchsetzen. Das können wir tun. Wir werden jetzt mit der DEHOGA sprechen, die das Gastrogewerbe auch vertritt. Wir sprechen zudem mit den Münchner Innenstadtwirten von Seiten des Abfallwirtschaftsbetriebs. Und wir werden gegebenenfalls auch eine Kampagne vergleichbar zu den Coffee-to-go-Bechern auch im Hinblick auf Essensverpackungen starten. Lösungen gibt es jedoch auch für die Münchner, die ihre Mehrwegverpackung von zu Hause mitnehmen wollen. Auch dazu gibt es schon Vorreiter, auch hier auf dem Viktualienmarkt, eine große Initiative, die nennt sich Einmal ohne Bitte. Findet man an ganz vielen Läden in München mittlerweile deutlich über 300, mit einem kleinen Aufkleber an der Tür versehen. Da können Sie auch Ihre eigenen Boxen mitbringen und brauchen dann keine 10 Euro Pfand zu bezahlen. Auf zum nächsten Termin, heißt es bei Manuel Prezel, der sich an diesem Tag sein Mittagssüppchen, wen wundert's, Mehrweg verpacken ließ. Und auch Christina Frank konnte der robusten Box nicht widerstehen.